Willkommen zurück, Freunde der Spielkultur. Wir befinden uns immer noch in der X-Kommission. Und zwar, hier sieht es im Moment ganz fies für mich aus. Obwohl, wo ich jetzt gerade schon hier reinkomme und sehe, was hier so abgeht, denke ich mal, dass meine erste Aktion auf jeden Fall in die Richtung gehen sollte. Ich sprenge irgendwas in die Luft. Und zwar genau so. Ja, das ist schon mal ein guter Start in die Mission wieder. Habe ich mir auf jeden Fall das Nachladen gespart. Und werde dementsprechend mal weiter... Na, welcher hat denn gerade? Ist denn gerade dran? Okay, er sieht nichts. Jetzt haben wir da hinten einen. So, 59%, das sollte doch machbar sein. Bam! Auch weggerostet. So, Sniper-Position. 61%. Warum habe ich den Sniper eigentlich den Stunner mitgegeben? Da ist genau der, der wahrscheinlich nie einen Gegner vom Nahen sieht. Und der nächste ausgeschaltet. So, er sieht ihn. 33% ist jetzt nicht sehr viel. Vielleicht ein bisschen näher ran. Aber es wird nichts. Das wird nichts. Ich schieße mir nur meine eigene Deckung weg. Und jetzt haben wir noch den Galina irgendwas, schieß mich tot, dessen Namen ich nicht hinkriege. Mit dem ich eigentlich auch versuchen könnte, etwas näher ranzugehen. Oder wenigstens hier rüber. Damit ich beide sehen kann. Aber ich will ja nicht den töten, weil würde ich ja gerne nachher mal stunnen, wenn die Möglichkeit besteht. Deshalb einfach mal versuchen. So, Runde vorbei für mich. Gucken wir mal, was die Außerirdischen jetzt aushecken. Ja, er kommt schon mal ganz fies in meinen Rücken. Ach, das wird doch nix. Er versteckt sich erstmal im Gas seines verstorbenen Kollegen. Und vergiftet meinen netten Freund hier. Da soll ich mich direkt mal wegverkrümeln, weil ich eh nachladen muss. Während er hier gut im Rücken vom anderen steht. Mal eben gucken. Hat einen Stunner. Ja, bringt mir aber in der Situation nichts. Er hat auch einen Stunner. Da machen wir jetzt mal hier Alien-Eroberungs-Action. Okay. Rennen, 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 rennen. In den Rücken. Moment. Eins zurück. Du musst eh nachladen. So. Und du machst das einzig Logische. Du gehst nämlich zu dem hin, hast ja auch keine Munition mehr. Da will ich vergessen, vorher Waffe wechseln, weil wenn die einen Reaction-Shot kriegen, haben die dann die Möglichkeit, da zu reagieren. Ja, ja, ist schon gut. Ich weiß, dass ich da jetzt gute Sachen geleistet habe. 53%. Dann versuch dein Glück. Wieder nix. Auf los geht's los. Unglaublich, ey. Das ist doch schon wieder... Vor allem hat die 6 Schaden kassiert.
So, dann brauche ich keinen Sniper-Schuss, weil wenn der trifft, ist er eh tot. Macht er aber natürlich nicht. Er hat zu wenig Munition für alles. Mit Pistole kann ich noch treffen mit Glück. Kritisch auf 2. Toll, 32% Treffsicherheit. Guck mal, das steht vor dem. 44. Und der trifft unglaublich. Ich habe trotzdem einen Soldaten verloren und könnte mich schon wieder aufregen darüber. Weil was soll sowas immer? So, dann gehen wir darüber. Ich weiß gar nicht, ob gestunte Außerirdische wieder aus dem Stun aufwachen können. Aber egal. Warum will er ihn nicht da hinschmeißen, wo ich ihn hinschmeißen will? Weil hier ist doch alles okay. Ach so. War nicht die Granate. Mal gucken, vielleicht mache ich ein bisschen die Sicht frei dann. Und kann dann besser mit ihm zielen. Ach, er ist auf Pistole geschaltet. Jetzt aber. Na toll, 4% mehr. So, dann versuch's auch nochmal. Ah, hätte ich vorher machen sollen. Da war nämlich die Deckung jetzt weg. Dann renn mal da runter. Ach, Overwatch. Erzähl nicht. Geht eh vorbei. Jetzt machen wir die Mega-Action hier. Jetzt dann nicht einfach den zweiten schon. Und das war's. 2 Aliens gefangen genommen. Vorher nie in Mission. Warum auch immer. Wahrscheinlich wollte ich die Story-Mission nicht weitertragen. Aber ich habe leider einen XCOM-Meister verloren. Und verbreite Panik über die ganze Welt. So. Ach, Battle-Scanner ist so... ist genauso doof wie das andere. Egal. Ja. Galena Kolubo irgendwas. Ich weiß, es war nicht einfach, aber das könnte wirklich ein Turning-Point in unserer Research sein. Nicht nur können wir das Subjekt interrogieren, aber das Bringen eines Alien back alive provides us with a much better understanding of their physiology. Impressive work indeed. Preparations in the containment facility are well. Unglaublich, was hier für ja, komm, geh weg. Ja, konnte ich nicht die Anzahl von Satelliten sehen hier? Also ich kann eigentlich 5 haben. Habe aber gar keine gebaut mehr, oder? Doch, da ist so ein Satellit im Bau. Aber ich könnte noch viel mehr bauen. So. Ne, Phoenix Cannons will ich jetzt nicht bauen. Axe Roll brauche ich auch nicht. Laser Rifles auch nicht. Pistolen ist jetzt auch nicht das, was ich gerade unbedingt benötige.
Was sagt er bei Facility? Kann ich den mal auseinandernehmen? Und eigentlich. Dafür habe ich schon wieder nicht genug. Nicht genug Thermopower. Was haben wir? Keine Forschung? So. Erforschen wir mal das kleine Vieh. Ach, stell nicht so an. In 2 Tagen wissen wir mehr. So, how'd it go, Doctor? Better than expected. Before the creature expired, I was able to extract some new information from it. Aha. You're saying that thing spoke to you? Not precisely, but when you have access to a creature's brain, certain patterns can be discerned, recent images and thoughts. And what exactly was our late friend thinking about? This particular image appeared in the creature's thought pattern several times throughout the procedure. We've already met that thing, Doctor. This is hardly the kind of breakthrough we were... And there was a neural link in the creature's mind between this image and this one. That's the thing that pulled a disappearing act when we shot down our first UFO. And let me guess, you want to poke around in its head too. It is the next piece of the puzzle. And this time, instead of shooting it, I suggest we try to capture it alive. Genau. Alles überlebend fangen. We should be focused on capturing this strange alien creature, the one that seemed to form around the crystal we discovered when we shot down the first UFO. Ist gut, ich verstehe, warum du die alle immer wieder auseinandernehmen willst. Someone giving the orders. These aliens can be no different. The real question is, ich habe nichts zu verkaufen. Das Spiel ist schon so so schlimm läuft das. Dr. Valens interrogation technique. Was hat ein Alaska requested? 4 Laserpistolen, die kann ich gar nicht zusammenbauen. Da ist das UFO. So. Gucken wir mal, wir haben ja wieder eine Dame verloren. Dann werden wir mal na, ein paar Leute zusammensetzen. Der kann ein Medkit mitnehmen. Sniper, genau. Leutnant Chiprunik irgendwas. Da werden wir mal was nachgehen. Und zwar wird der Sniper ab sofort Max Meyer heißen. Sein Nickname ist, glaube ich, Maxi. Übrigens, natürlich Zuschauer. Hier verfolgt so ein bisschen das Let's Play. Und dann, wer zuschaut, der kann natürlich hier immer als Soldat mitkommen. Kawasaki. Ach, wenn die neu sind. Dem Neuen kann ich nicht ins das Smoke-Ding geben. Beziehungsweise ihn, den Axe-Rower. Der scheißt ja in die Hose, bevor der den Gegner erreicht.
Dem kann ich ja Medkit geben. So. Warum hast du eigentlich keinen Rufnamen? Ja, dann kann ich nur noch den Kawasaki mal den Icedale sagen. Also umbenennen. Auch ein Zuschauer. Raven Kawasaki war ja schon meine Idee. Icedale, Maxi, Leutnant Meyer. Obwohl, mache ich auch, dann fände ich auch. genau, Icedale, Raven, Hotswap. Hotswap und Kawasaki. Leutnant Meyer. Ja, Devalinor, für ihn habe ich gerade nichts frei. Ich weiß gar nicht, hatte ich Kawasaki als Devalinor? Ach, weiß jetzt auch nicht. Ich müsste jetzt mal als Let's Play gucken. Aber ich werde dann, wenn die anderen einen Rufnamen kriegen, werde ich das dann da nochmal einbeziehen. So. Get ready to deploy. Our AO is within the continental United States. Da sieht man das Ufer auch schon. Erneut. Unglaublich, dass ich die Story-Mission jetzt erstmal abarbeiten muss von 8 Millionen Jahren. Aber es ist einfach, weil ich vorher nur Scheiße gemacht habe. Also ich muss das ganze Spiel jetzt nochmal irgendwie schaffen zu drehen. Es war, ich habe nämlich echt Mist gemacht. Strike 1, you are green to deploy. Approach with extreme caution. Current enemy status at the site is unknown. So. Gucken wir mal, am besten finde ich jetzt sofort Gegner. Haben wir nochmal Glück. Da ist der Sniper mit der kann jetzt hier so einen Battle Scanner schmeißen. Da ist so eine kleine Kugel, die alles abscannt. Ah, alles abscannen kann man eigentlich nicht sagen. Ist halt einfach eine kleine Kugel. Damit endet meine Aussage darüber. Weil ich hatte bis jetzt noch kein vernünftiges Einsatzgebiet dafür gefunden. Da kommen die ersten Bösen. So, mit etwas Glück kann irgendwer schon auf die feuern. Und am besten ist der Sniper. Ist eigentlich unglaublich, dass er von hier hinten mit 72% feuern kann. Und dann noch trifft. Das Treffen ist eigentlich die andere Sache, die eigentlich gar nicht geht. Ach, Menno. Okay. Der hat 79, dann nehme ich den jetzt raus. You're dismissed, little friend. So, du kannst nichts sehen, aber du kannst vorrennen. ...53% beide. Nehme ich den zweiten Flieger raus. Ich habe ja nur Leute dabei, die rennen und feuern können danach. Aber den kriege ich zu keiner vernünftigen Position geschickt. Hier ist ja auch nicht in Deckung. Das Einzige, was ich versuchen kann, ist hier oben. Da hat sich das Rennen wenigstens gelohnt. 50%. Aber war nix. Nur die Deckung ausgeschaltet. Und jetzt fliegt er auch noch. Aber jetzt wird der Super Sniper nicht schießen können. Aber normalerweise würde er ihn sehen, könnte er ihn zwischen die Augen schießen. Und dann wäre auch die Runde vorbei. Ich
muss ja dieses Energiewesen jetzt eigentlich einfangen. Ich frage mich eigentlich, wer noch den Außerirdischen gerade sieht. Ach so, er sieht ihn. 73%. Feuer frei. Da wird er geröstet. Auf los geht's los und weiter los. Ja, obwohl ich gerade hier noch voll im Move bin und Geräusche höre, ist jetzt erstmal wieder Ende des Let's Plays und wir sehen dann im nächsten Let's Play, wie ich das Raumschiff stürme. Und ich hoffe, ihr schaut weiter zu. Also bis zum nächsten Let's Play.